Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben Ihnen nicht nur die Hand gereicht, sondern wir leihen Ihnen auch unser Ohr. Und ich habe genau zugehört, was Sie gesagt haben, im Gegensatz zu Ihnen. Sie haben nämlich nicht wahrgenommen, was ich gesagt habe. Ich gehe der Reihe nach und ich fange von hinten an, Herr Wieder. Ihre Kritik an Frau Nonnemacher ist besonders bemerkenswert für einen Vertreter der Freien Wähler. Das fiel mir bei der vorletzten Plenarsitzung schon auf. Sie haben nicht mitbekommen, dass man natürlich unterscheiden muss zwischen einer medizinischen Krise und einer politischen Krise. Das genau habe ich gemacht. Hätten Sie sich weniger an Ihr Manuskript gehalten und mehr zugehört, dann hätten Sie uns diesen Vorwurf nicht gemacht. Und schließlich noch ein Punkt, den auch die anderen aufgegriffen haben, unsere Position zu zur Kommunalverfassung. Wir haben dem Antrag deshalb nicht zugestimmt, weil es überhaupt nicht einzusehen ist, dass der Landtag den Innenminister bevollmächtigt, Änderungen der Kommunalverfassung vorzunehmen und es nicht selber macht. Das ist der Punkt und offensichtlich haben Sie diesen Punkt bis heute nicht verstanden. So. Gehen wir zu Herrn Büttner. Apropos Quatsch, gehen wir zu Herrn Büttner. Herr Büttner hat genau das bestätigt, was ich in meiner Rede gesagt habe. Herr Büttner ist das Beispiel eines evidenzfreien Schwadronierens. Herr Büttner, ich habe eine Reihe. Herr Büttner, ich habe eine Reihe medizinischer Argumente genannt, die die Panikmache in Frage stellen. Ich sprach von der Häufigkeit von positiven Antikörpertestungen, von Sterberaten, von leeren Stationen. Ich sprach von Risikogruppen, die zu schützen seien. Und ich hätte das noch weiter ausführen können. Jetzt nicht, Herr Breetz, nachher. Ich hätte das noch weiter ausführen können. Eine Frage der Letalität und des Manifestationsindexes des Virus. All das zeigt, dass das Coronavirus kein Killervirus ist. Und wenn Sie mir nicht glauben, dann ziehen Sie eben andere Experten zu Rate. Herr Büttner, Ihr Beitrag war wirklich unterirdisch. Herr Lüttmann, erstens, Herr Lüttmann, Sie haben nicht beantwortet den entscheidenden Punkt. Warum bildet die Regierung einen interministeriellen Koordinationsstab und warum unterlassen wir als Landtag das? Darauf sind Sie nicht eingegangen. Für das, was Sie an Vermengungsrisiken benannt haben, müsste für die Regierung in gleicher Art und Weise gelten. Zweitens, Herr Lüttmann, war Ihr Beitrag auch von wenig Fantasie. Sehen Sie, es gibt ja immer so Reizworte. Und wenn jemand Krude und Verschwörungstheorie miteinander kombiniert, dann fehlt ihm aber auch jedes Fünkchen Fantasie. Sagen Sie doch wenigstens dumme Verschwörungstheorie oder alberne Verschwörungstheorie. Aber immer dieses Krude ist ja nicht auszuhalten. Und das Letzte und das Wichtigste. Sie haben genau das Bild des vormundschaftlichen Staates wieder dargelegt in Ihrer Rede. Sie sprachen, die Bürger erwarten von uns Erklärungen. Die Bürger erwarten von uns Perspektiven. Nix da. Die Bürger sind ihre eigenen Herren. Die Bürger sind die Herren des Landes. Die können ihre eigenen Erklärungen liefern. Die können ihre eigenen Perspektiven bauen. Dafür brauchen sie nicht den vormundschaftlichen Staat. Darüber denken Sie mal bitte nach.